Kann man sich aktiv vor Brustkrebs schützen? Das wirst du dich fragen, vor allen Dingen, wenn du eine Frau bist, denn mit 30% ist Brustkrebs die häufigste Krebserkrankung der Frau und statistisch trifft es leider jede achte. Also, wie kann ich mich davor schützen? Und da kommen wir zum Thema Stillen. Mein Name ist Dr. Med. Konstantin Wagner, ich bin Gynäkologe und mit diesem Kanal möchte ich dich aufschlauen, damit du dir einfach selbst besser helfen kannst, dir selbst besser helfen zu können. Und das mache ich mit meinem Fachwissen, umsonst gratis, hier auf diesem Kanal. Und wenn du sagst, wow, coole Sache, vielen Dank für die Zeit und Mühe, dann lass es mich doch einfach wissen mit einem Abo. Wenn Brustkrebs so häufig ist, warum nicht alles daran setzen, dass man eine sogenannte Primärprävention macht? Was ist das denn? Ja, das sind Dinge, die man tun kann, um überhaupt zu verhindern, dass es zu einer Erkrankung kommt. Klassisches Beispiel zum Beispiel auch Impfen. Wir reden hier heute aber nicht über eine Impfung gegen Brustkrebs, sondern etwas, was ganz natürlich ist und trotzdem vor Brustkrebs sehr effektiv schützen kann. Und wie das Ganze funktioniert und was da statistisch hintersteckt, das erzähle ich dir gleich, denn wir reden heute über das Stillen. Das Brustkrebsrisiko kann effektiv gesenkt werden, wenn du stillst. Kleiner Disclaimer vorab, stillen kann ein Hot Topic sein. Das ist sehr, sehr emotional beladen. Ich möchte hier auch nicht irgendwie die nicht stillenden Mütter ausnehmen. Es geht ja wirklich hier neutral nur um die Evidenz, dass Stillen Brustkrebsrisiko senken kann. Wenn du also nicht wolltest oder nicht konntest, dann ist das völlig okay für dich und dein Kind. Aber heute geht es viel ums Stillen. Und fangen wir doch direkt mit Fakten an. Frauen, die ihre Kinder über einen längeren Zeitraum stillen, ja, die senken effektiv ihr Brustkrebsrisiko. Und das Ganze auch noch linear. Und das Ganze summiert sich. Je länger die Stillzeit, desto besser die Risikominimierung. Also, wenn du ein Kind 4 Jahre gestillt hast oder 4 Kinder 1 Jahr gestillt hast, kommt das im Grunde auf selber hinaus, weil wir summieren die Stillzeit. Pro 12 Monate Stillzeit senkst du dein Brustkrebsrisiko um 4,3%. Um das vielleicht mal ein bisschen deutlicher zu machen, guckst du dir diese Grafik mal an. Hier siehst du also abhängig von der Stillzeit, wie dein Brustkrebsrisiko fast linear nach unten rauscht. Und nenn mir mal eine andere Methode, die das kann. Also es ist schon ein ziemlich krasser Effekt, was die Stillzeit so mit sich bringt. Und woran das genau liegt, das erzähle ich dir natürlich gleich. Möchte dir aber noch ein paar Fakten mit auf den Weg geben. Denn nicht nur die Stillzeit senkt dein Brustkrebsrisiko, sondern auch Schwangerschaft und Geburt um 7%. Und das trifft nicht nur die Frauen vor den Wechseljahren, wo man sagt, okay, junge Frauen, ein geringeres Brustkrebsrisiko, sondern es bezieht sich auch auf die Frauen nach den Wechseljahren. Also das Klientel, was ja statistisch einfach häufiger von Brustkrebs betroffen ist. Und vielleicht hast du dich mit dem Thema Brustkrebs auch schon so ein bisschen beschäftigt und weißt, es gibt so hormonpositive, also Östrogen- und Progesteronrezeptor-positive Brustkrebsarten. Und es gibt auch hormonnegative Arten und da kann man auch sagen, die Ergebnisse, die man bis jetzt vorliegen hat, zeigen, dass es unabhängig von der Entität, also der Art des Krebses ist, der Krebs wird allgemein oder das Krebsrisiko wird allgemein gesenkt, ob er jetzt Hormonrezeptor positiv oder Hormonrezeptor negativ ist. Und was hochinteressant ist, du hast wahrscheinlich auch schon von so ein paar Genen gehört, die ja prädestinieren für Brustkrebs oder das Risiko erhöhen. BRCA1 und 2 sind so zwei große Schlagworte. Wir denken alle auch an Angelina Jolie. Und hier hat man gesehen, dass die Trägerin dieses Gens BRCA1 ihr Risiko durch das Stillen minimieren können. Die Trägerin des BRCA2-Gens aber nicht. Und jetzt kommt es noch besser. Man kann mit Stillen mit hoher Wahrscheinlichkeit, was so Ergebnisse mittlerweile auch zeigen, Eierstockkrebs und Gebärmutterkrebsrisiken ebenfalls senken. Also was das Krebsrisiko angeht, spricht vieles dafür, dass man es mit Stillen versuchen sollte, wenn man kann und wenn man möchte. Und auch noch ein paar interessante Zahlen und Fakten, die das vielleicht auch nochmal verdeutlichen. Die UNICEF schätzt, dass wenn 16% mehr Frauen 6 Monate lang voll stillen würden, dass 1,6% der Brustkrebsfälle vermieden werden könnten in Deutschland. Und das Szenario mit der krassen Senkung des Brustkrebsvorkommens, wo man fast eine Reduzierung um 3% der Brustkrebsfälle hätte, wäre folgendes. Wenn die Frauen, die nie gestillt haben, sich halbieren würde und die Anzahl der Frauen, die 18 Monate und länger stillen, verdoppelt würde, dann hätte man tatsächlich eine Brustkrebssenkungsrate von fast 3% in Deutschland.
Jetzt kommen wir zur großen Gretchenfrage. Okay, wie funktioniert das? Wie kann ich denn Brustkrebsrisiko überhaupt senken? Da muss man sich überlegen, wie entsteht Brustkrebs überhaupt? Und das haben wir eben schon mal kurz angeschnitten. Die meisten entstehen durch eine sogenannte Hormonexposition, also einen langen hormonell aktiven Zeitraum. Brustkrebs oder die Brustdrüse an sich wächst durch Östrogen, Progesteron, Insulin. Übrigens wollten wir dazu auch noch ein Video machen, das kommt auch bald. Und andere Wachstumsfaktoren. Da wird die Brust quasi angeregt, sich zu bilden, die Drüsenläppchen, das Fettgewebe und so weiter und so fort. Nehmen wir der Frau jetzt im Laufe ihres Lebens diese hormonell aktiven Phasen mal weg, dann reduzieren wir natürlich das Potenzial, dass diese Wachstumsfaktoren an der Brust Ärger machen können. Und dazu zählt halt Schwangerschaft, Geburt und vor allen Dingen auch Stillzeit. Und ihr hört schon raus, das wird irgendwas auch mit Stillhormonen zu tun haben. Das gute alte Prolaktin, ein Stillhormon, wie man es so gerne nennt, ist natürlich nicht nur bei stillenden Frauen aktiv, sondern auch, wenn man gerade nicht stillt, aktiv. Vor allen Dingen Stress kann Prolaktin sogar erhöhen. Aber es hat auch einen Effekt, denn es reduziert quasi die Ausschüttung von Östrogen und Karzinogen, also Stoffe, die Krebs erzeugen können, aus den Drüsenzellen der Brust. Wenn wir das also reduzieren, macht Sinn, okay, dann reduzieren wir irgendwie auch das Brustkrebsrisiko. Dazu kommt, dass es jetzt nicht nur so einfach ist mit Schwarz und Weiß, wir haben ein Hormon, wir haben einen Hormonrezeptor, Krebs entsteht, sondern da spielen natürlich auch Prozesse der Umwandlung dieser Brustdrüse eine riesige Rolle. Und gerade Schwangerschaft und auch die Stillzeit modulieren das Brustdrüsengewebe derart, dass es nicht so anfällig ist für falsche Umbauprozesse. Eine Krebsentstehung ist ja quasi ein ungehindertes, unkontrolliertes Wuchern von Zellen. Und die Reparaturmechanismen, die da eigentlich gegensteuern, funktionieren in dem Falle nicht mehr so gut. Wenn man aber schwanger ist oder auch eine Stillzeit hat, dann funktionieren diese Reparaturmechanismen besser. Also die Zellen werden nicht so leicht unkontrolliert rausgeschüttet und proliferieren nicht ungehemmt. Und deswegen wird dadurch auch das Risiko einer Krebserkrankung reduziert, was die Brust angeht und wie wir gehört haben, vielleicht auch andere Krebsarten. Auch der Umbau des Brustgewebes und vor allen Dingen das Beenden der Stillzeit könnte eine Rolle spielen, dadurch, dass da sehr viel Zelltod passiert, eine sogenannte Apoptose. Das heißt, es wurde sehr viel Brustdrüsengewebe aufgebaut. Die Stillzeit geht langsam gegen Ende zu und die ganzen Zellen, die gebaut wurden, die ganzen Drüsen müssen jetzt ja irgendwie auch wieder weg, weil das kostet Energie und wenn man es nicht braucht, dann will der Körper Energie einsparen. Und das macht er, indem er die Zellen einfach wieder zerstört, sogenannte Zellapoptose. Und dabei werden natürlich auch Zellen zerstört, die eventuell Ärger gemacht hätten ein paar Jahre später. Was auch noch eine Rolle spielen soll, ist hochinteressant, ist aber wirklich noch nicht abschließend geklärt, ist die sogenannte Epigenetik. Also die generationübergreifende biologische Aktivität von gewissen Genen. Heißt also, wenn Uroma, Oma und so weiter, Mutter gestillt haben, dann geben sie dir quasi schon einen epigenetischen Pool, DNA-Pool mit, den du quasi übernimmst und stellst dir so vor, als ob man diese Krebsrisikosenkung des Stillens an die nachfolgende Generation auch übertragen könnte. So im Grunde erklärt sich dieser epigenetische Effekt, den man da vermutet. Außerdem muss man auch noch sagen, so eine Muttermilch ist ja ein hochpotenter Cocktail aus großen Immunzellen. Diese Zellen des Immunsystems sollten ja eigentlich dafür da sein, oder sind es ja auch, dass das Kind geschützt wird vor irgendwelchen etwaigen Erkrankungen und anderen Dingen. Wird also das ganze Immunsystem, was gut für die Mama ist, eben an das Kind übertragen. Aber wir haben es gerade gehört, es ist eben auch gut für die Mama, dieser Immuncocktail. Denn hier ist das Immunsystem sehr aktiv und filtert da sofort Zellen raus, die vielleicht dort nicht hingehören und können diese mit einer Apoptose zum Beispiel auch vernichten. Was man auch vermutet, dass viel natürlich auch auf DNA-Ebene passiert. Das heißt, wenn Proteine und was auch immer, Enzyme gebaut werden wollen, dann muss hierfür erstmal ein sogenanntes Gen kodiert werden. Das passiert auf der DNA. Und diese Genexpression, dieses Bereitstellen dieser Gene und auch diese Umbauprozesse, die sollen sogar dafür sorgen, dass sogenannte Präkanzerosen, also Vorstufen von Brustkrebs, beseitigt werden können. Und das, kann man sich auch vorstellen, senkt natürlich langfristig auch wieder das Brustkrebsrisiko. So, wie du gehört hast, sehr komplexe Thematik, noch überhaupt nicht alles verstanden. Da laufen unglaublich viele Studien. Man weiß nur statistisch, dass es so ist. Und man versucht jetzt Erklärungsmodelle zu finden, warum das eigentlich so ist. Und so ein paar Ansätze gibt es, hochinteressant. Und ich glaube, wenn man sich diese Grafik nochmal versinnbildlicht, dann macht es das am deutlichsten. Stillen reduziert das Brustkrebsrisiko. Und vielleicht interessiert dich ja auch, gibt es denn noch andere Dinge, die mein Brustkrebsrisiko reduzieren? Denn ich habe jetzt keine Kinder, ich habe nicht gestillt oder ich möchte und ich kann nicht stillen.
was kann ich denn noch aktiv tun, wenn dich das Thema mal interessiert? Wie kann ich noch mein Brustkrebsrisiko senken? Dann schreibst du mir doch einfach mal in die Kommentare rein, denn dann kann ich das Thema auch noch mal. Jetzt wünsche ich dir erstmal einen schönen Tag und wir hören und sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss und bis dann.